TKKG, die Profis im Spiel. TKKG, die Profis im Spiel. Wir lösen für Sie jeden Fall, wenn Sie wollen, überall. TKKG! Tim, Karl und Gabi haben sich zum Eisessen im Café Venezia getroffen. Bis auf Willi Sauerlich ist TKKG also vollständig. Aber, da kommt er ja schon. Stellt euch vor, was bei uns zu Hause los ist. Wir werden erpresst. Was? Machst du Witze? Ach, schön wär's, Tim. Mein Vater soll 100.000 Mark bezahlen, sonst wird unsere Schokolade vergiftet. Der Erpresser meint es ernst. Er hat schon eine ganze Tagesproduktion Vollmilchnuss mit Schlafmittel versetzt. Diesmal war es nur Schlafmittel. Beim nächsten Mal ist es tödliches Gift, hat er am Telefon gesagt. Und hat ganz fies dabei gelacht. Boah, mir ist es eiskalt den Rücken runtergelaufen, als mein Vater das erzählt hat. Oh Gott, das ist ja furchtbar, Willi. Diesen Kerl müssen wir stoppen. Das ist ein Fall für TKKG. Ist die Polizei eingeschaltet worden? Ja, Kommissar Glockner hat gerade bei uns ein Gerät installiert, mit dem man Telefongespräche mitschneiden kann. Der Erpresser wird sicher nochmal anrufen, um die Geldübergabe zu regeln. Und dann kann man den Verbrecher vielleicht anhand seiner Stimme oder seines Dialekts identifizieren. Genau, Karl. Ich kümmere mich mal um das Thema Schlafmittel. Letzten Sommer habe ich doch als Bote bei Herrn Brodonski, dem Apotheker, gearbeitet. Der kennt sich aus. Vielleicht bringt uns das weiter. Wir sollten uns auch in der Fabrik umsehen. Gute Idee, Gabi. Die Fabrik könnte der Tatort sein. Klößchen, wo wird denn die Schokolade angemischt? Im Maschinenraum. Toni Blender heißt der Typ an der Mischmaschine. Der weiß gut Bescheid. Mit ihm müssen wir unbedingt sprechen. Und schon sind unsere TKKG-Freunde wieder mittendrin. In einem gefährlichen, spannenden Fall. Hier macht sich das jahrelange Training mal wieder bezahlt. Papier. Nichts als altes Papier. Nicht sehr interessant. Warum ist denn hier keiner? Ich muss mal Klößchen fragen, was mit Frau Möller ist. Hallo Tim, setz dich. Wie genau kennen Sie Ihre Angestellten? Gut oder schlecht, wie alle Chefs ihre Mitarbeiter kennen. Ich interessiere mich nicht sehr für Lebensläufe oder Zeugnisse. Wichtig ist doch der Charakter eines Menschen. Und die meisten arbeiten hier schon seit Jahrzehnten. Sie genießen sowieso mein absolutes Vertrauen. Lieber Herr Kommissar, ich weiß, dass Sie sich alle erdenkliche Mühe geben. Aber das ist absurd. Toni Blender hat mein vollstes Vertrauen. Der Mann ist seit 30 Jahren in der Firma. Schon sein Vater und sein Großvater haben für die Sauerlich-Werke gearbeitet. Ich bitte Sie, das ist lächerlich. Okay, ja. Auf Wiederhören. Hallo Tim, setz dich. Herr Sauerlich, was meinen Sie, ob Toni Blender etwas mit der Erpressungssache zu tun haben könnte? Wie genau kennen Sie...
Herr Sauerlich, was meinen Sie? Truni Blender? Völlig ausgeschlossen. Er ist mein bester Mann. Er liebt die Sauerlich-Werke genauso sehr wie ich. Ich fürchte, Tim, dieser Fall ist zu schwierig für TKKG. Guten Tag, Herr Blender. Mein Name ist Tim Carsten. Guten Tag, Tim. Was kann ich für dich tun? Kann ich dieses Stück Pappe mitnehmen? Du hoffst, dass es etwas mit dem Fall zu tun hat? Oh, sieht mir nicht danach aus. Aber wenn's dir hilft, nimm's mit, du Meisterdetektiv. Danke. Handball habe ich auch mal gespielt. Du hast sicher Mitte gespielt. In B-Jugendzeiten war ich Kreisläufer. Der da neben mir, der mit den abstehenden Ohren, das ist Max Port. Das war bei unserem allerersten Auswärtssieg. Wir waren in der D-Jugend. Und weil unser Trainer so stolz war, hat er uns allen eine Fassbrause spendiert. Hier feiern wir gerade unseren größten Erfolg, Deutsche Pokalliga. Wir haben 24-23 gegen den VfL Gummersbach gewonnen. Max und ich waren die einzigen echten Amateure in der Mannschaft. Aber die Zeiten sind ja jetzt vorbei. Jetzt spielt der feine Herr ja Golf. An seine Zeiten als einfacher Handballer möchte er sich nicht mehr erinnern. Da werfe ich gerade das entscheidende Tor für unseren Aufstieg in die Kreisliga. Das Foto ist 4 Jahre alt. Wir hatten auswärts gegen unseren Angstgegner Sylstedt Grün-Weiß gewonnen. Max hatte 7 Tore geworfen. Oh, ein tolles Spiel. Dies Foto ist 2 Monate alt. Ein Freundschaftsspiel gegen die alten Herren vom HTC. Einer fehlt. Mein alter Freund Max Port ist nicht mehr dabei. Eigentlich schade. Er hatte eine Frau kennengelernt, die ihn völlig umkrempeln will. Max, Handball ist doch nichts für uns. Das hat doch keinen Stil. Ich brauche mehr Schick. Golf wäre das Richtige für uns. Und was macht der arme Trottel? Er tritt tatsächlich in den Golfclub ein. Möchte mal wissen, wie er sich das von seinem Gehalt als Krankenpfleger leisten kann. Naja, jedenfalls denkt er jetzt, er wäre was Besseres. Wer ist denn außer Ihnen für die Mischung der Schokolade zuständig? Wo wurde das Schlafmittel in die Mischung gekippt? Wer ist denn außer... Außer mir niemand. Seit 10 Jahren bin ich für die Mischung alleine verantwortlich. Und ich bin in der ganzen Zeit nicht einen Tag krank gewesen. Nur im Juli schließt das Werk, denn dann machen wir alle Urlaub. Die restlichen 11 Monate bin ich hier. So wie vor mir schon mein Vater, Anton Blender Senior. Ich bin 1962 als Lehrling in diese Firma eingetreten. Und ich hoffe, dass die Firma Sauerlich bis zu meiner Pensionierung im Jahre 2009 zufrieden mit mir sein wird. Wo wurde das Schlafmittel in die Mischung gekippt? Wo wurde... Ich habe die vergiftete Schokolade genau untersucht. Ich glaube, dass die Pillen zu Beginn der Produktion zugefügt worden sind. In dem Moment, in dem Kakaomasse, Zucker und Milchpulver durch das Walzwerk laufen. Andernfalls wären Klümpchen in der Giftschokolade zu sehen gewesen. Hallo Karl, wie immer vom Computer. Tag Tim, wie geht's? Willst du auch mal gucken? Die Internetseite von den Wild Girls. HTTP steht für
Hypertext Transport Protocol. WWW für World Wide Web, weltweites Netz. Das COM zeigt an, dass es sich um eine internationale Adresse handelt, die in Amerika angemeldet ist. Die Wild Girls könnten auch DE für Deutschland haben, aber wegen des großen internationalen Interesses COM. Das Stück Pappe, das wir gerade in der Fabrik gefunden haben, könnte Teil der Verpackung des Schlafmittels sein. Guten Tag, Herr Pieper. Guten Tag, Tim. Wie geht's? Danke, gut. Ehrlich gesagt bin ich ja froh, wenn das Wild Girls Konzert endlich vorbei ist. Katja redet von nichts anderem mehr. Ach, ich kann Katja verstehen. Ich finde die Wild Girls auch toll. Wissen Sie, ob es noch Karten für das Wild Girls Konzert gibt? Wie läuft denn das Geschäft so? Wissen Sie... Ich habe keine Ahnung, Tim. Tut mir leid. Wie läuft denn das Geschäft so? Ach, es geht so. Ich weiß ja nicht, ob du davon gehört hast. Der alte Sauerlich wird erpresst. Er musste schon eine ganze Auslieferung Schokolade wieder vom Markt nehmen, weil die mit Schlafmittel versetzt war. Ja, eine schlimme Sache, ich weiß. Wir TKKGler haben uns dem Fall auch schon angenommen. Na, hoffentlich habt ihr Erfolg. Ehrlich gesagt bin ich ja froh, wenn das Wild Girls Konzert endlich vorbei ist. Katja redet von nichts anderem mehr. Ach, ich kann Katja verstehen. Ich finde die Wild Girls auch toll. Was meint unser Mastermind? Ich zerbreche mir den Kopf über den Fall, aber wir müssen wohl warten, bis Willi Neues über die Stimme des Erpressers berichten kann. Wir brauchen einfach mehr Hinweise. Oh, den Fliegenpilz kenne ich. Knollenblätterpilze sind viel giftiger. Tod durch Herzlähmung innerhalb von 2 bis 5 Tagen und man kann sie leicht mit Champignons verwechseln. Zu erkennen sind sie an der Verdickung der Knolle unten am Fuß. Hallo Tom, wie geht's? Grüß dich, Tim. Danke, es geht so. Unglaublich, was? Direkt von der Schulaula in die internationalen Charts. Und das alles in nicht mal 2 Jahren. Ja, und ich stand bei ihrem ersten Auftritt in der Aula hinter der Bühne. Wie hab ich mitgefiebert. Der Text des ersten Liedes ist sogar von mir. Alles war okay, bis dieser Roger auftauchte. Und was ist das? Deine Flaschensammlung? Ach, die sind schon uralt. Kommst du nicht vielleicht noch an Tickets für das Konzert der Wild Girls heran? Fehlanzeige. Hab selbst keine Karte. Ich komme einfach nicht an Sally ran. Sie wird offensichtlich von diesem Roger abgeschirmt. Du hast doch Ersatzdienst im Altenheim gemacht, oder? Hast du noch Kontakt zu den Ärzten oder dem Pflegepersonal? Nee, ich war nicht im Altenheim. Ich war in der Poliklinik.
Hab da aber als Gärtner gearbeitet und wenig mit dem Krankenhausbetrieb zu tun gehabt. Unglaublich, was? Direkt von der Schulaula in die internationalen Charts. Und das alles in nicht mal 2 Jahren. Ja, und ich stand bei ihrem ersten Auftritt in der Aula hinter der Bühne. Wie hab ich mitgefiebert. Der Text des ersten Liedes ist sogar von mir. Alles war okay, bis dieser Roger auftauchte. Tim, gut, dass du kommst. Hast du diesen Sommer wieder Zeit und Lust für mich, Medikamente auszufahren? Ich habe in der ersten Hälfte der Ferien Zeit, Herr Brodonski. Die letzten Wochen fahre ich dann nach England. Gut, das passt genau. Johann, der Junge, der sonst für mich fährt, ist genau in dieser Zeit mit den Pfadfindern unterwegs. Das Plakat ist neu, oder? Letzten Sommer hing es noch nicht da. Viele Gifte sind der Allgemeinheit gar nicht ausreichend bekannt. Die Pflanzen auf diesem Plakat können in jedem Garten wachsen. Jeder sollte sie kennen. Ich arbeite gerade an einem Fall. Da müsste ich etwas über Schlafmittel wissen. Wer kommt an große Mengen Tabletten heran? Es ist nicht genug zu wissen, man muss auch anwenden. Goethe, Wilhelm Meister. Denn wenn ich dir sage, Schlafmittel lassen sich in 3 chemische Hauptgruppen, die Barbiturate, die Benzodiazepin-Derivate und die Chloralhydrate unterteilen, dann sagt dir das wenig. Aber wenn ich dir sage, alle wirksamen Schlafmittel sind verschreibungspflichtig, wer sie in großen Mengen hat, muss also Arzt, Apotheker oder etwas Ähnliches sein. So könnte dir das helfen. Ist es möglich, so viel Schlafmittel in eine Tafel Schokolade zu mischen, dass der Genuss der Schokolade gefährlich würde? Wissen ist Macht, sagte schon Francis Bacon. Die genaue Dosierung von Medikamenten ist hochkompliziert. Bei Schlafmitteln ist es sehr unwahrscheinlich, dass man den Wirkstoff so hoch dosiert in eine 100-Gramm-Tafel Schokolade mischt, dass jemand zu Schaden kommt. Kann ich mich mal wiegen? Selbstverständlich, dazu ist die Waage ja da. Allerdings kannst du 1 bis 2 Kilo abziehen. Die Kleidung wiegt schließlich auch was. Und außerdem wiegt man abends immer mehr als morgens. Guten Tag, was können wir für dich tun? Guten Tag, ich möchte mich gerne auf dem Golfplatz umschauen. Bedauere, das ist nur für Mitglieder möglich. Hallo, Frau Sauerlich. Grüß dich, Tim. Haben Sie den Erpresser auch schon mal am Telefon gehabt? Nein, er weiß offenbar genau, wann mein Mann zu Hause ist. Er hat immer mit Hermann gesprochen. Hallo, Frau Sauerlich. Grüß dich, Tim. Gab es in letzter Zeit verdächtige Anrufe? Wurde manchmal sofort wieder aufgelegt? Nein, bei mir nicht. Aber
Aber meistens geht Bertha an den Apparat. Hallo, Frau Sauerlich. Grüß dich, Tim. Gab es in letzter Zeit... Hast du die Internetseite von den Wild Girls gefunden? Ja, aber die Site ist noch nicht richtig fertig. Under Construction. Baustelle. So nennt man Webseiten, an denen gearbeitet wird. Was meint unser Mastermind? Ich zerbreche mir den Kopf über den Fall, aber wir müssen wohl warten, bis Willi Neues über die Stimme des Erpressers berichten kann. Wir brauchen einfach mehr Hinweise. Uff, naja, Männer müssen auch mal schwach sein dürfen. Hoffentlich findet Vater bald wieder eine neue Sekretärin. Noch 3 Wochen ohne Hilfe und der dreht durch. Tag, Vater. Tag, Junge. Meinst du, Tom könnte etwas mit der Erpressung zu tun haben? Wie kommst du denn auf die Idee, Junge? Tom hat nur Grünzeug und seine, wie heißt sie noch, Sally im Kopf. Er hat ein Händchen für exotische Pflanzen, aber kriminelle Energie ist mir bei ihm noch nicht aufgefallen. Tag, Vater. Tag, Junge. Was denkst du über Toni Blender? Willi, hör endlich auf, Detektiv zu spielen und diese völlig unsinnigen Verdächtigungen auszusprechen. Die Polizei kümmert sich um den Erpresser und du kümmerst dich um deine Lateinvokabeln. Ist das bei dir angekommen? Ja. Tag, Herr Pieper. Hallo, Willi. Brauchen Sie das Plakat noch, wenn das Konzert vorbei ist? Nein, ich würde es wegwerfen. Bloß, ich hab's schon meiner Tochter Katja versprochen. Tut mir leid. Haben Sie schon die neue Hello? Da soll ein Bericht über die Wild Girls drin sein. Die liegt da vorne. Hab eben gerade mal reingeguckt. Viele Fotos aus alten Zeiten. Auf einem Bild sind sie alle 3 zusammen drauf. Sally, Cindy und Sam mit meiner Katja vor der Schule. Tja, ist lange her. Ist Ihre Nichte Cindy nicht auch bei den Wild Girls? Ja, leider. Eigentlich heißt sie ja Erika, jetzt nennt sie sich Cindy. Naja, sie wird immer übergeschnappter. Meine Schwester, ihre arme Mutter, weiß gar nicht mehr, was sie tun soll. Für Cindy dreht sich die Welt nur noch um Klamotten, Autos und Partys. Tag, Herr Blender. Guten Tag, Willi. Was treibst du denn für einen Sport? Ich bin nicht sehr sportlich, wie man sieht. Aber meiner Mutter zuliebe spiele ich etwas Tennis. Dies Foto ist 2 Monate alt.
Ein Freundschaftsspiel gegen die alten Herren vom HTC. Einer fehlt. Mein alter Freund Max Port ist nicht mehr dabei. Eigentlich schade. Er hatte eine Frau kennengelernt, die ihn völlig umkrempeln will. Max, Handball ist doch nichts für uns. Das hat doch keinen Stil. Ich brauche mehr Schick. Golf wäre das Richtige für uns. Und was macht der arme Trottel? Er tritt tatsächlich in den Golfclub ein. Möchte mal wissen, wie er sich das von seinem Gehalt als Krankenpfleger leisten kann. Naja, jedenfalls denkt er jetzt, er wäre was Besseres. Hier feiern wir gerade unseren größten Erfolg. Deutsche Pokalliga. Wir haben 24-23 gegen den VfL Gummersbach gewonnen. Max und ich waren die einzigen echten Amateure in der Mannschaft. Aber die Zeiten sind ja jetzt vorbei. Jetzt spielt der feine Herr ja Golf. An seine Zeiten als einfacher Handballer möchte er sich nicht mehr erinnern. Meine Freundin und ich versuchen rauszufinden, wer das Schlafmittel in die Schokolade gemischt hat. Ach, Willi, ich wünschte, ich könnte dir helfen. Wir haben alles untersuchen lassen. Den Zucker, die Kakaomasse und das Milchpulver. Alles tipptopp in Ordnung. Und das bedeutet, das Schlafmittel ist irgendwo hier im Werk in die Mischung gelangt. Eine entsetzliche Vorstellung. Sind Ihnen irgendwelche verdächtigen Personen aufgefallen? Ich denke schon die ganze Zeit darüber nach. Aber ich kann mich an nichts Ungewöhnliches erinnern. Ein paar Damen, die sich um die Stelle im Vorzimmer deines Vaters beworben haben, wurden durchs Werk geführt. Mein alter Freund Port war ein paar Mal in der letzten Zeit hier. Dein Vater war oft in der Fertigung, weil wir häufig über das neue Fließband sprechen mussten. Wie du siehst, alles nicht sehr verdächtig. Guten Tag. Guten Tag. Was darf es sein? Sind das alles giftige Pflanzen? Sogar Maiglöckchen und Fingerhut sind giftig. Ja, sehr giftig. Der Fingerhut zum Beispiel enthält ein Glykosid, das die Kontraktionskraft des Herzmuskels verbessert. In kleinen Mengen wird dieser Stoff also als Medizin. Nimmt man aber zu viel davon, so schlägt das Herz schnell und schneller, bis man einen Kreislaufkollaps erleidet und im ungünstigsten Fall stirbt. Meine Freundin und ich versuchen etwas über Schlafmittel herauszufinden. Schlafmittel sind bei Missbrauch eine gefährliche Sache. Wenn du zum Beispiel nicht schlafen kannst, solltest du mehr Sport treiben. Das ist das beste Schlafmittel. Würde dir aber sowieso nicht schaden. Haben Sie in der letzten Zeit besonders häufig Schlafmittel verkauft? Ich habe viele Schlafmittel verkauft und viele Kopfschmerztabletten und viele Abführmittel. Die Menschen kaufen lieber künstliche Hilfsmittel, anstatt ihre Gewohnheiten zu ändern. Sie kaufen lieber Vitamintabletten, als in einen Apfel zu beißen. Sie kaufen Schlankheitspulver, anstatt weniger zu essen. Aber, um es mit Schopenhauer zu sagen, es gibt Kamele mit einem Höcker und Kamele mit zweien. Aber die Größten haben gar keinen. Oh Schreck, eine Waage. Junger Mann, dir kann ich auch ohne Waage sagen, du bist zu dick. Tu was dagegen, denn gute Kost ist der Tod der Wespe, wie man in Suriname so treffend sagt. Willi, du gehst spazieren? Hallo Mutter.
Hast du von Vater irgendetwas Neues gehört? Nein, er ist ins Büro gefahren. Er wollte nicht so untätig neben dem Telefon sitzen. Willi, du gehst spazieren? Hallo Mutter. Hat der Erpresser sich nochmal gemeldet? Als ich von zu Hause losgegangen bin, war noch nichts passiert. Aber Bertha ist ja da und alle Anrufe werden aufgezeichnet. Brauchen Sie das Plakat noch, wenn das Konzert vorbei ist? Nein, ich würde es wegwerfen. Bloß, ich hab's schon meiner Tochter Katja versprochen. Tut mir leid. Haben Sie schon die neue Hello? Da soll ein Bericht über die Wild Girls drin sein. Die liegt da vorne. Hab eben gerade mal reingeguckt. Viele Fotos aus alten Zeiten. Auf einem Bild sind sie alle drei zusammen drauf. Sally, Cindy und Sam mit meiner Katja vor der Schule. Tja, ist lange her. Hi, Willi. Hi, Karl. Lass uns nochmal auf der Wild Girls Site gucken, ob mittlerweile mehr zu sehen ist. Nein, die scheinen technische Probleme zu haben. Die sollten mich mal ranlassen. Ich bin fast verhungert. Hast du was Süßes für mich? Aber Klößchen, kannst du eigentlich nie an etwas anderes denken? Ist ihre Nichte Cindy nicht auch bei den Wild Girls? Sei gegrüßt, Meister der Gardenie. Mach dich nicht lustig über mich, Willi. Bin schon deprimiert genug. Du solltest das Plakat echt abnehmen. Es quält dich doch nur, wenn du immer zu Sally anschauen musst. Ach was, ich will sie doch gar nicht vergessen. Ich bin sicher, dass sie eines Tages zu mir zurückkommen wird. Tom, sind das alles deine Schnapsflaschen? Willi, verrate mich bloß nicht. Hin und wieder genehmige ich mir ein kleines Schlückchen, aber das hat bald ein Ende. Versprochen, auf sicher. Ach, Kopf hoch, das wird schon wieder. Sally ist nicht die einzige Frau auf der Welt. Ach, Willi, du hast ja recht. Trotzdem könnte ich heulen, wenn ich mir Sally mit diesem Roger vorstelle. Aber was soll ich machen? Als kleiner Gärtner kann ich ihr außer Blumen halt nichts bieten. Meine Mutter ist total begeistert von der rosa Gardenie, die in der Halle steht. Ja, die ist gut gekommen, finde ich auch. Aber was sind schon Blumen, wenn es um die Liebe geht? Sally und ich waren so glücklich.
Manchmal wünsche ich mir insgeheim, dass sie nie diesen blöden Nachwuchswettbewerb gewonnen hätte. Du solltest das Plakat echt abnehmen. Es quält dich doch nur, wenn du immer zu Sally anschauen musst. Ach was, ich will sie doch gar nicht vergessen. Ich bin sicher, dass sie eines Tages zu mir zurückkommen wird. Hi, Bertha. Hallo, Willi. Ist jemand zu Hause? Tut mir leid, Willi. Deine Eltern sind nicht da. Naja, auch gut. Ich komm trotzdem mal rein. Sauerlich? Tim Carsten. Hallo Bertha. Ich würde gerne Willi sprechen. Ach, hallo Tim. Willi ist nicht hier. Ich weiß auch nicht genau, wann er kommt. Danke, Bertha. Ich versuche es später nochmal. Hallo, Schatz, ich bin's. Ich werde hier auf dem Golfplatz aufgehalten. Ich kann also zum Abendessen nicht da sein. Sag Bertha, dass sie dir eine Kleinigkeit fertig machen soll. Und falls du Klößchen siehst, der soll seine Vokabeln lernen. Okay, mach ich. Bis später dann. Bis später, Küsschen. Küsschen. Soll seine Vokabeln lernen. Nichts wie weg hier. Bei Sauerlich? Tim Carsten. Hallo, Bertha. Hi, Bertha. Hallo, Willi. Ich habe Hunger, Bertha. Gibt's was Schokoladiges? Auf Anordnung deines Vaters verarbeite ich zurzeit keine Schokolade mehr. Aber ich habe ein paar Mandelplätzchen im Ofen. Oh, fein, danke. Tschüss. Bertha, ich grüße Sie. Hallo, Tim. Gibt es schon was Neues? Ich habe keine Ahnung, Tim. Aber die Stimmung ist nicht gut. Wir machen uns alle furchtbare Sorgen. Der arme Willi hat schon fast ein bisschen abgenommen. Findest du nicht? Tschüss. Bertha, ich grüße Sie. Hallo, Tim. Ist Tom, Ihr neuer Gärtner, da? Guck mal im Gewächshaus nach. Tom wollte heute die Geranien umtopfen. Danke, Bertha. Tschüss. Schwere körperliche Arbeit ist einfach nichts für Intellektuelle wie mich. Mein Name ist Karl, Karl Vierstein. Ich hätte da mal ein paar Fragen zum Thema Schokolade. Guten Tag, Karl. Frag einfach drauf los. Ich will sehen, was ich für dich tun kann. Spielen Sie Fußball? Handball, mein Junge. Ich spiele Handball.
Da werfe ich gerade das entscheidende Tor für unseren Aufstieg in die Kreisliga. Wie wird Schokolade gemacht? Die Zutaten sind Kakaomasse, Kristallzucker, Milchpulver, Lecithin und Aromastoffe. Von Fall zu Fall auch Haselnüsse. Alles wird abgewogen und gut gemischt. Anschließend wird diese Masse dann im Walzwerk ganz fein vermahlen, bis eine Korngröße von um die 100 μ erreicht ist. Ein μ ist ein Hundertstel Millimeter. Nur wenn die Teilchen in der Schokolade ganz fein sind, ist die Schokolade zart. Wir haben, Gott sei Dank, seit 2 Jahren ein Fünfwalzwerk, eins der modernsten in ganz Europa. Aus was besteht eine Tafel Vollmilch-Nussschokolade eigentlich? Vollmilchschokolade besteht zu ungefähr gleichen Teilen aus Kakaomasse, Zucker und Milchpulver. Vanille und natürlich ein bisschen Salz runden den Geschmack ab. Die gehackten Nüsse werden erst kurz vor Schluss zugefügt. Guten Tag. Guten Tag, mein Junge. Was kann ich für dich tun? Ich kann gar keinen Schierling auf dem Plakat entdecken. Ist der nicht auch sehr giftig? Da hast du völlig recht. Der Schierling ist schon seit alters her als tödlich giftig bekannt. Sokrates wurde im alten Athen mit Schierlingsgift, dem Schierlingsbecher, hingerichtet. Tja, auf diesem Plakat ist eben nicht alles drauf. Dieser Schirm kommt mir bekannt vor. Meine Mutter hat einen ähnlichen. Den hat ein Herr hier gestern stehen lassen. Wenn deine Mutter ihren Schirm nicht verliehen hat, ist es also nicht ihrer. Ist Ihnen in letzter Zeit jemand aufgefallen, der besonders viel Schlafmittel gekauft hat? Nein, Schlafmittel gibt es nur auf ärztliche Verschreibung. Nur das ist gut so, denn sie können bei übermäßigem Gebrauch süchtig machen. Der durch Tabletten herbeigeführte Schlaf ist ein künstlicher, ohne Traumphasen und ohne Erholungseffekt. Nur echter, natürlicher Schlaf ist Balsam für die Seele. Ich bin ein guter Freund von Tim Carsten. Wir sind auf der Suche nach demjenigen, der die Schokolade der Firma Sauerlich mit Schlafmittel versetzt hat. Freundschaft. Freundschaft. Freundschaft ist die Blüte des Augenblicks und die Frucht der Zeit. Kotzebue, deutscher Dramatiker, 19. Jahrhundert. Macht es Sinn, sich hier zu wiegen? Mit all den Klamotten? Das verfälscht doch das Gewicht. Da hast du ganz recht. Aber du brauchst dir bestimmt keine Sorgen wegen deines Gewichtes zu machen. Du bist ein ganz normalgewichtiger Junge. Wie ich immer wieder gerne sage, der beste Arzt ist jederzeit des Menschen eigene Mäßigkeit. Goethe. Dieser Schirm kommt mir bekannt vor. Meine Mutter hat einen ähnlichen. Den hat ein Herr hier gestern stehen lassen. Wenn deine Mutter ihren Schirm nicht verliehen hat, ist es also nicht ihrer. Guten Tag, Frau Sauerlich. Grüß dich, Karl. Hat Ihr Mann Feinde? Nein, Hermann ist ein sehr fairer Geschäftspartner. Ich glaube nicht, dass sich irgendjemand von ihm übervorteilt fühlen kann. Guten Tag, Frau Sauerlich. Grüß dich, Karl. Glauben Sie, dass ein Angestellter Ihres Mannes mit der Erpressung zu tun haben könnte?
Ich überlege natürlich auch, wer wohl ein Motiv haben könnte. Aber jemand aus der Firma? Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Hallo, Herr Peper. Tag, Karl. Die Wildgirl. Die Wild Girls in Konzert. Wir freuen uns total, dass so viele Fans uns hören wollen, lacht Sally, 17, als wir die Wild Girls letzten Sonntag, kurz vor Beginn des ersten Konzerts ihrer Tour, trafen. Als bekannt wurde, dass die Girl Group live zu sehen sein wird, stürmten die Fans die Vorverkaufsstellen. Die Tickets waren innerhalb von 4 Tagen ausverkauft. Wow, damit hätte ich selbst nicht gerechnet. It's fantastic, sagte Roger, der Manager der Gruppe und Freund von Sam. Wie geht es denn Katja? Katja geht's prima. Die Entscheidung, die Klasse zu wiederholen, war goldrichtig. Mathe ist jetzt kein Problem mehr und sie geht nicht mehr so ungern zur Schule. Haben Sie das neue Pop-Shock mit dem Special über die Wild Girls? Tut mir leid, Karl, das war sofort ausverkauft. Aber heute ist die neue Hello gekommen. Da ist auch irgendwas über die Wild Girls drin. Da unten steht so eine merkwürdige Abkürzung. Weißt du, was das heißt? Ja, das ist eine Adresse im Internet. WWW steht für World Wide Web, was so viel heißt wie weltweites Netz. Die Endung .com bedeutet, dass es eine amerikanische Seite ist. Und hier findet man alles über die Wild Girls. Zum Beispiel Tourneedaten oder kann Autogrammkarten bestellen oder sich mit anderen Wild Girls-Fans elektronische Briefe schreiben, also E-Mails. Guten Tag, was wünschst du? Ich möchte mich bei Ihnen mal umschauen. Das wird nicht gehen. Zutritt nur für Mitglieder. Guten Tag, was können wir für dich tun? Ich möchte mich bei Ihnen gern mal umschauen. Bedauere, Eintritt nur für Mitglieder. Hi, Herr Hoffmann. Grüße Sie, Dr. Vierstein. Wie kann sich ein Mensch nur so verändern? Sally war doch früher ganz normal. Glaub bloß nicht, dass das an Sally liegt. Sie ist im Grunde ein guter Mensch. Roger, dieser Mistkerl, ist an allem schuld. Hast du schon gehört, dass Herr Sauerlich erpresst wird? Klar, sowas spricht sich schnell rum. Alle sind total nervös. Bertha soll schon 2 Kilo abgenommen haben. Und Sauerlich läuft rum wie ein Tiger im Käfig. Oh, die bringe ich in den nächsten Tagen zum Glascontainer.
Wann hast du Sally das letzte Mal gesehen? Moment mal. Das war genau vor einem Jahr, 2 Monaten und 3 Tagen. Da hat sie mir aus heiterem Himmel verkündet, dass sie jetzt mit Roger von der Plattenfirma zusammen sei. Und der hat ihr natürlich erzählt, was für eine tolle Karriere sie mit den Wild Girls vor sich habe. Sie sagte, sorry Tom, such dir eine, die besser zu dir und deinem grünen Daumen passt. Tja, aber ehrlich gesagt, ich glaube, ich liebe sie immer noch. Wie kann sich ein Mensch nur so verändern? Sally war doch früher ganz normal. Glaub bloß nicht, dass das an Sally liegt. Sie ist im Grunde ein guter Mensch. Roger, dieser Mistkerl, ist an allem schuld. Hallo, Bertha. Guten Tag, Karl. Bertha, ist Ihnen in den letzten Tagen etwas Ungewöhnliches aufgefallen? Nein, mein Junge. Nein, mir ist nichts aufgefallen. Alles war in schönster Ordnung. Bis dieser schreckliche Anruf kam. Tschüss. Hallo, Bertha. Guten Tag, Karl. Ist Frau Sauerlich zu sprechen? Nein, sie ist spazieren. Ach, sie war heute so nervös, da habe ich ihr geraten, noch mal rauszugehen. Ach so. Tschüss. Guten Tag, Frau Sauerlich. Grüß dich, Karl. Glauben Sie, dass ein Angestellter Ihres Mannes mit der Erpressung zu tun haben könnte? Ich überlege natürlich auch, wer wohl ein Motiv haben könnte. Aber jemand aus der Firma? Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Mutti überlegt doch, ob sie wieder anfangen soll zu arbeiten. Ich glaube, ich gebe ihr mal den Tipp, dass hier was frei ist. Ich bin zu nervös, Liebes. Ich verstehe. Eine 5 in Latein? Ich werde mit ihm sprechen. Auf jeden Fall. Warte mit dem Essen nicht auf mich. Danke, dir auch. Darf ich kurz stören? Komm rein, Karl. Hat der Erpresser schon angerufen, um die Geldübergabe zu vereinbaren? Nein, nicht, dass ich wüsste. Der ruft ja immer bei uns zu Hause an. Aber ich kann ja nicht wegen dem die ganze Zeit zu Hause neben dem Telefon sitzen und warten. Das macht mich krank und trotz Erpressung, hier gibt es immer genug zu tun und alles geht weiter. Darf ich kurz stören? Komm rein, Karl. Ist Ihnen bei den Erpresseanrufen irgendetwas aufgefallen? Ich grüble schon die ganze Zeit darüber. Ich bin mir ganz sicher, die Geräusche im Hintergrund zu kennen. Aber mir fällt nicht ein, woher. Es ist wie verhext. Mist, das schaffe ich nicht.
Ich bin Gabi Glockner. Meinen Hund Oskar habe ich ausnahmsweise draußen gelassen. Das will ich auch meinen, Gabi. Unsere Hygienevorschriften sind sehr, sehr streng. Womit kann ich dir helfen? Sie sind Handballspieler? Mein Vater spielt auch, beim TuS Marienburg. Ach was, ich spiele seit meinem 8. Lebensjahr. Zuerst bei den Minis, dann in der D-Jugend, später bei den Herren in der Kreisliga. 1980 haben wir die deutsche Pokalliga gewonnen. Die Pokalliga? Da spielen doch Amateure gegen Bundesliga-Vereine. Das ist ja toll. So viel Schokolade. Vergeht Ihnen da nicht manchmal der Appetit? Ivo, ich liebe Schokolade. Und ich trinke auch heute noch jeden Morgen eine Tasse Kakao. Ursprünglich kommt der Kakao ja aus Mexiko. Er war das Lieblingsgetränk der Azteken. Das hieß Xocoatl, gemahlener Kakao mit kaltem Wasser und Pfeffer, schaumig aufgeschlagen. Barigit! Nicht so ganz unser Geschmack. Die Spanier haben den Kakao dann nach Europa gebracht. Heute wächst er in allen tropischen Gebieten der Welt. Schokolade vergiften. Wer kommt denn bloß auf so eine gemeine Idee? Ich kann das auch überhaupt nicht verstehen. Wo Schokolade doch so ein friedliches und völkerverbindendes Nahrungsmittel ist und bei den Kindern so beliebt. So viel böse Energie für etwas so Positives. Ich begreif's einfach nicht. Grüß dich, Gabi. Guten Tag, Frau Sauerlich. Kommen Sie oft hierher? Ich gehe viel spazieren, besonders wenn ich nervös bin. Hierher komme ich gerne, denn mit diesem Ort verbinde ich viele schöne Erinnerungen. Grüß dich, Gabi. Guten Tag, Frau Sauerlich. Haben Sie meinen Hund Oskar gesehen? Einen schwarz-weißen Cocker Spaniel. Einen schwarz-weißen Cocker Spaniel? Ja, der ist gerade den Hügel zum Bach runtergerannt, hinter einem Kaninchen her. Danke. Guten Tag. Guten Tag, Esther. Ja, du bist doch meine Nichte Esther Brodonski, nicht wahr? Nein, Herr Brodonski, mein Name ist Gabi. Gabi Glockner. Das ist ja verrückt. Alle Blumen, die auf dem Plakat abgebildet sind, gibt es bei meiner Oma im Garten. Ja, viele Menschen wissen nicht, dass die meisten unserer beliebtesten Blumen giftig sind. Deshalb habe ich das Plakat dahin gehängt. Da hat wohl jemand seinen Schirm vergessen. Der Mensch ist zusammengesetzt aus Vergessen, sagen die Araber. Ich selber könnte es nicht treffender sagen. Ich wüsste gerne, was das gefährlichste Schlafmittel ist. Das, meine liebe Esther, kann man so einfach nicht beantworten. Süchtig machen sie alle, wenn man sie über einen langen Zeitraum hinweg einnimmt. In diesem Sinne sind sie alle gefährlich. Am besten, man schläft ganz einfach ohne chemische Hilfe. Darf ich mich mal wiegen? Junges Fräulein, ich hoffe, du machst diesen Diätwahn nicht mit, der die Jugend befallen zu haben scheint. Iss, was dir schmeckt, aber in Maßen. Beweg dich viel an der frischen Luft, dann ist alles gut. Wie sagt schon Cicero, es steht jedem am besten, was ihm am natürlichsten ist.
Herr Brodonski, ist es in Ordnung, dass ich meinen Hund Oskar mit in die Apotheke bringe? Dem Hunde, wenn er gut erzogen, ist selbst ein weiser Mann gewogen. Goethe, Faust. Ja, aber selbstverständlich, Kind, ich bin ja kein Unmensch. Da hat wohl jemand seinen Schirm vergessen. Der Mensch ist zusammengesetzt aus Vergessen, sagen die Araber. Ich selber könnte es nicht treffender sagen. Mal sehen, ob Herr Sauerlich da ist. Guten Tag, Herr Sauerlich. Hallo, Gabi. Was ist denn mit Frau Möller passiert? Die ist schon seit Anfang des Monats nicht mehr bei uns. Sie ist in Rente gegangen. Wir hatten eine neue, aber die hat sich schon am dritten Tag krank gemeldet und ist dann nicht mehr wiedergekommen. Und jetzt suche ich wieder eine neue, würdige Vertretung der guten alten Möller. Tom? Tom Hoffmann! Ich weiß. Meinen Sie wirklich? Ich hoffe, dass Sie Unrecht haben. Ich sehe, ich habe Besuch. Bitte halten Sie mich weiter auf dem Laufenden. Ja, danke. Auf Wiederhören. Guten Tag, Herr Sauerlich. Hallo, Gabi. Denken Sie, dass Tom Hoffmann etwas mit der Erpressung zu tun haben könnte? Tom? Kann ich mir nicht vorstellen. Er scheint mir, unter uns gesagt, auch gar nicht intelligent genug, so etwas zu planen und auszuführen. Guten Tag, was wünschst du? Ich möchte mir den Golfplatz anschauen. Das wird nicht gehen. Zutritt nur für Mitglieder. Hi, Karl. Hallo, Gabi. Lass uns nochmal auf der Wild Girls Site gucken, ob mittlerweile mehr zu sehen ist. Nein, die scheinen technische Probleme zu haben. Die sollten mich mal ranlassen. Na, alter Analytiker, hast du nicht eine Idee, wie wir in dem Fall weitermachen können? Wir müssten mehr über das Schlafmittel wissen. Na, alter Analytiker, hast du nicht eine Idee, wie wir in dem Fall weitermachen können? Wir müssten mehr über das Schlafmittel wissen. Hallo, Herr Pieper. Tag, Gabi. Bist du etwa auch so ein Fan von den Wild Girls wie Katja? Sie geht uns damit manchmal ganz schön auf die Nerven. Nein, nicht mehr. Früher fand ich die mal ganz gut. Aber jetzt machen sie ja mehr Schlagzeilen als Musik. Nee, das ist mir zu viel Show und Theater. Wie geht's, Katja?
Seit sie nicht mehr zum Jazz-Tanz kommt, sehen wir uns leider nur selten. Ach, es geht ihr ganz gut. Ich bekomme sie aber auch nicht oft zu sehen. Sie ist ja die ganze Zeit auf dem Golfplatz. Da arbeitet sie momentan als Caddy. Der Job ist genau das Richtige für sie. Immer draußen, an der Luft, viele Leute. Na, du kennst sie ja. Brauchen Sie vielleicht eine Aushilfe? Ich suche einen Job für den Sommer. Tut mir leid, Gabi. Wir hätten bestimmt genug Arbeit für dich, aber wir können dich nicht bezahlen. Wir sind ja froh, wenn wir so über die Runden kommen. Aber versuch's doch mal auf dem Golfplatz, wo Katja jetzt arbeitet. Die suchen noch Caddies. Bist du etwa auch so ein Fan von den Wild Girls wie Katja? Sie geht uns damit manchmal ganz schön auf die Nerven. Nein, nicht mehr. Früher fand ich die mal ganz gut. Aber jetzt machen sie ja mehr Schlagzeilen als Musik. Nee, das ist mir zu viel Show und Theater. Guten Tag, Bertha. Guten Tag, Gabi. Ich würde gern mit Herrn Sauerlich sprechen. Ist das möglich? Nein, mein Kind, Herr Sauerlich ist im Büro. Tschüss. Guten Tag, Bertha. Guten Tag, Gabi. Haben Sie eigentlich eine Ahnung, wie viel Schokolade der Erpresser mit Schlafmittel versetzt hat? Gabi, stell dir vor, eine ganze Tagesproduktion voll Milchnuss. Mehrere tausend Tafeln. Ein großer Verlust für die Firma Sauerlich. All die schöne Schokolade. Mehrere tausend Tafeln? Ja, und die musste man alle wegschmeißen. Tschüss. Tag, Tom. Hallo, Gabi. Was führt dich denn zu mir? Puh, das sind aber viele Flaschen. Hat's hier eine Party gegeben oder sowas? Wollte schon immer mal die Flaschen zum Recycling bringen. Komm nur nie dazu, hab immer viel zu tun. Die da unten, das ist doch Sally, oder nicht? Ja, das ist Sally. Und daneben, das bin ich. Das war zu einer Zeit, als es die Wild Girls noch gar nicht gab. Na, Tom, hast du mal wieder was von Sally gehört? Nichts, bin echt sauer. Hab ihr geschrieben, dass ich sie total gern sehen möchte. Jetzt ist bald das Konzert und sie hat sich immer noch nicht gemeldet. Weißt du was über die Schokoladenerpressung? Alle sind wahnsinnig aufgeregt. Bertha vergisst vor lauter Schreck Kuchen und Kekse zu backen. Und Klößchens Vater hat aus Nervosität schon zwei Brillengestelle zerbrochen. Außerdem munkelt man, dass Klößchen schon ganz schmal geworden ist. Guten Tag. Guten Tag. Ich suche einen Job für den Sommer. Ist bei Ihnen noch was frei? Ja, ein oder zwei Caddies brauchen wir noch. Komm rein. Bist du nicht die Tochter von Kommissar Glockner? Mein Name ist Main. Ich bin der stellvertretende Bürgermeister. Guten Tag, Herr Main. Ich suche Hinweise im Fall Sauerlich. Ist Ihnen hier etwas aufgefallen? Na, ganz der Papa. Ich spiele hier hin und wieder eine Runde zur Entspannung. Ich spreche mit kaum jemandem.
Guten Tag. Ist Katja da? Die arbeitet bei Ihnen. Nein, sie ist nicht da. Außerdem merkt ihr bitte, Zutritt nur für Mitglieder. Guten Tag. Guten Tag. Ich suche einen Job für den Sommer. Ist bei Ihnen noch was frei? Ja, ein oder zwei Caddies brauchen wir noch. Komm rein. Gibt es hier im Golfclub jemanden, der Herrn Sauerlich nicht leiden kann? Den alten Sauerlich? Nein, der ist recht beliebt. Es könnte höchstens sein, dass der eine oder andere neidisch ist. Zum Beispiel dieser geizige Dr. Port. Na, alter Analytiker, hast du nicht eine Idee, wie wir in dem Fall weitermachen können? Wir müssten mehr über das Schlafmittel wissen. Ich arbeite gerade an einem Fall. Da müsste ich etwas über Schlafmittel wissen. Wer kommt an große Mengen Tabletten heran? Es ist nicht genug zu wissen, man muss auch anwenden. Goethe, Wilhelm Meister. Denn wenn ich dir sage, Schlafmittel lassen sich in drei chemische Hauptgruppen, die Barbiturate, die Benzodiazepin-Derivate und die Chloralhydrate unterteilen, dann sagt dir das wenig. Aber wenn ich dir sage, alle wirksamen Schlafmittel sind verschreibungspflichtig, wer sie in großen Mengen hat, muss also Arzt, Apotheker oder etwas Ähnliches sein. So könnte dir das helfen. Hallo Tim, setz dich. Hier macht sich das jahrelange Training mal wieder bezahlt. Na, sieh mal einer an. Meine Lateinkenntnisse nicht völlig täuschen, hat das was mit Schlafen und Träumen zu tun. Interessant. Wissen Sie, ob es noch Karten für das Wild Girls Konzert? Wie läuft denn das Geschäft so? Wie läuft? Kommst du nicht vielleicht noch an Tickets für das Konzert der Wild? Du hast doch Ersatzdienst im Altenheim gemacht, oder? Hast du noch Kontakt zu den... Du hast doch Ersatzdienst im Altenheim gemacht, oder? Hast du noch Kontakt zu den Ärzten oder dem Pflegepersonal? Nee, ich war nicht im Altenheim. Ich war in der Poliklinik. Hab da aber als Gärtner gearbeitet und wenig mit dem Krankenhausbetrieb zu tun gehabt.
Und was ist das? Deine Flaschensammlung? Ach, die sind schon uralt. Diese Schachtel haben wir in der Schokoladenfabrik gefunden. Ah, Somnudorm, ein Schlafmittel. N1, das bedeutet, es handelt sich hier um eine Klinikpackung. Das sind Packungen, die nur an Krankenhäuser geliefert werden. Und hier ist auch der Klinikstempel. Ich arbeite gerade an einem Fall. Ist es möglich, so viel Schlafmittel in eine Tafel... Deine guten Kontakte zum Apotheker sind sehr hilfreich. N1 steht also für Klinikpackung. Hallo Tim, setz dich. Herr Sauerlich, was meinen Sie? Ob Toni Blender etwas mit der Erpressungssache zu tun haben könnte? Toni Blender? Völlig ausgeschlossen. Er ist mein bester Mann. Er liebt die Sauerlich-Werke genauso sehr wie ich. Ich fürchte, Tim, dieser Fall ist zu schwierig für TKKG. Wer ist denn außer Ihnen für die Mischung der Schokolade zuständig? Wissen Sie, wie viele Schlüssel es zu den Mischräumen gibt? Ich glaube, 2. Ich habe einen und der Chef natürlich. Kommst du nicht vielleicht noch an Tickets für das Konzert der Du hast doch Ersatzdienst im Altenheim gemacht, oder? Hallo, Frau Sauerlich. Grüß dich, Tim. Gab es in letzter Zeit verdächtige Anrufe? Wurde manch... Ist Ihnen in letzter Zeit jemand aufgefallen, der besonders viel Schlafmittel gekauft hat? Nein, Schlafmittel gibt es nur auf ärztliche Verschreibung. Nur das ist gut so, denn sie können bei übermäßigem Gebrauch süchtig machen. Der durch Tabletten herbeigeführte Schlaf ist ein künstlicher, ohne Traumphasen und ohne Erholungseffekt. Nur echter, natürlicher Schlaf ist Balsam für die Seele. Dieser Schirm kommt mir bekannt vor. Meine Mutter hat einen ähnlichen. Den hat ein Herr hier gestern stehen lassen. Wenn deine Mutter ihren Schirm nicht verliehen hat, ist es also nicht ihrer. Ich habe einen Riesenhunger. Hast du irgendetwas Süßes da? Meine Mutter hat einen Marmorkuchen gebacken. Super! Genau sowas brauche ich jetzt.
Satanspilz. Das klingt ja ganz gefährlich. Der heißt so, weil er so scheußlich aussieht, ist aber nur halb so schlimm. Magenschmerzen kriegt man schon, aber tödlich giftig sind der Knollenblätterpilz und die Frühlingslorche. Hi, Bertha. Hallo, Willi. Ist jemand zu Hause? Ich habe Hunger, Bertha. Gibt's was Schokoladiges? Willi, du gehst spazieren? Hallo, Mutter. Hat der Erpresser sich nochmal gemeldet? Als ich von zu Hause losgegangen bin, war noch nichts passiert. Aber Bertha ist ja da und alle Anrufe werden aufgezeichnet. Hi, Bertha. Hallo, Willi. Ist jemand zu Hause? Tut mir leid, Willi. Deine Eltern sind nicht da. Naja, auch gut. Ich komm trotzdem mal rein. Na los, jetzt aber schnell, Willi Sauerlich. Dein Vater kann jeden Augenblick zurückkommen. Sauerlich, halten Sie die 100.000 in kleinen Scheinen bereit. Die Geldübergabe erfolgt übermorgen. Haben Sie mich verstanden? Ja, ich mache alles, was Sie verlangen. Wo soll die Übergabe stattfinden? Ich melde mich wieder. Bei Sauerlich? Was ist das bloß für ein Geräusch im Hintergrund? Bei Sauerlich? Guten Tag. Ich würde gern Frau Bertha Petersen sprechen. Ja, am Apparat. Guten Tag, Frau Petersen. Hier spricht Anton Blender. Wir haben uns beim Sommerfest in der Villa Sauerlich kennengelernt. Sie erinnern sich? Ja, natürlich. Sie sind der nette Herr mit dem lustigen Bart. Ich würde Sie gerne einmal wiedersehen. Was halten Sie von einem kleinen Spaziergang? Sehr gerne, aber bitte entschuldigen Sie, mir brennt gleich die Suppe an. Rufen Sie mich morgen nochmal an, ja? Sehr gerne. Auf Wiederhören und gutes Gelingen. Dankeschön. Auf Wiederhören. Bei Sauerlich? Tim Carsten. Hallo Bertha. Ich würde gerne Willi sprechen. Ach, hallo Tim. Willi ist nicht hier. Ich weiß auch nicht genau, wann er kommt. Danke Bertha. Ich versuche es später nochmal. Sauerlich? Hallo Schatz, ich bin's. Ich werde hier auf dem Golfplatz aufgehalten. Ich kann also zum Abendessen nicht da sein. Sag Bertha, dass sie dir eine Kleinigkeit fertig machen soll. Und falls du Klößchen siehst, der soll seine Vokabeln lernen. Okay, mach ich. Bis später dann. Bis später, Küsschen. Küsschen. Soll seine Vokabeln lernen. Nichts wie weg hier. Bei Sauerlich, halten Sie die 100.000 in kleinen Scheinen bereit. Die Geldübergabe erfolgt übermorgen. Haben Sie mich verstanden? Ja, ich mache alles, was Sie verlangen. Wo soll die Übergabe stattfinden? Ich melde mich wieder. Bei Sauerlich? Was ist das bloß für ein Geräusch im Hintergrund?
Hallo, was wünschst du? Ich würde gerne mit dem Vorstand sprechen. Mit dem Vorstand? Du willst mit dem Vorstand sprechen? Das soll wohl ein Witz sein. Guten Tag. Guten Tag. Ich suche einen Job für den Sommer. Ist bei Ihnen noch was frei? Ja, ein oder zwei Caddies brauchen wir noch. Komm rein. Ich suche Hinweise im Fall Sauerlich. Ist Ihnen hier etwas aufgefallen? Na, ganz der Papa. Ich spiele hier hin und wieder eine Runde zur Entspannung. Ich spreche mit kaum jemandem. Hier macht sich das jahrelange Training mal wieder bezahlt. Wissen Sie, wie viele Schlüssel es zu den Wer ist denn außer Ihnen für die Mischung der Schokolade zuständig? Außer mir niemand. Seit 10 Jahren bin ich für die Mischung alleine verantwortlich. Und ich bin in der ganzen Zeit nicht einen Tag krank gewesen. Nur im Juli schließt das Werk, denn dann machen wir alle Urlaub. Die restlichen 11 Monate bin ich hier. So wie vor mir schon mein Vater, Anton Blender Senior. Ich bin 1962 als Lehrling in diese Firma eingetreten. Und ich hoffe, dass die Firma Sauerlich bis zu meiner Pensionierung im Jahre 2009 zufrieden mit mir sein wird.